Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Need for Speed Unbound Let's Play. Part 4 sind wir und das da war das Thumbnail zum dritten Teil. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich gehe da mal raus jetzt aus dem Menü. Und dann würde ich sagen, spielen wir das Ganze weiter. Und hier haben wir eine Belohnung von 30.000. Und zwar A+. Das können wir auch direkt machen. Keine Kosten, bekommen aber 30.000 als Belohnung. Ein Rennen durch Lakeshores Zentrum und Vororte mit scharfen Kurven und engen Straßen. Darüber wird man noch lange reden. Dann wollen wir doch mal dahin und verlassen direkt die Garage. So, los geht's. Ich denke immer, es wäre ein Ladebild. Also da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass das nur ein paar Sekunden lädt und dass man dann X drücken soll, beziehungsweise bestätigen. Je nachdem, auf welcher Konsole man spielt oder auf dem PC. Je nachdem, welche Taste man dann drückt. Ihr wisst, was ich meine. So, dann erstmal dahin fahren. Guck mal, der Pfeil ist da links. Und ja, ich muss trotzdem hier lang. Schon ein bisschen witzig. Und viele Orte erinnern mich total an Heat. Aber ja, ist es halt Need for Speed, ne? Da darf es auch so sein, dass man sich an andere Spiele erinnert. An Vorgänger. So, und ich hoffe natürlich mal, dass nach diesem Rennen endlich mal ein bisschen was freigeschaltet wird. Du näherst dich dem Treffpunkt. Oh, ich habe nicht aufgepasst, weil ich mitten im Redefluss war. Ich hoffe, dass danach ein bisschen was freigeschaltet wird. Also Leistungstuning, Autowerkstatt und so weiter. Also nicht nur normale Werkstatt, also Händler meine ich. Autohändler. Sorry. So, achso, ja, reinfahren war das ja. Und nicht aktivieren. Ich bin immer noch in Forza Horizon 5, ey, Leute. Hey, sorry. Alec ist hier. Gib so, alles, ja? Ich nehme das einfach jetzt mal an. Ja, natürlich gebe ich alles. Was denkst du denn? Oh, das war auch ein geiles Thumbnail gewesen. Das sah auch schick aus. Das hätte man vorher wissen müssen. Die Hetze. Okay, so. So, den lasse ich nicht vorbei. Nein, ich lasse dich nicht vorbei. Nein, 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 nein. Ich lasse dich nicht vorbei. Das Rennen startet, ey, wie der fliegende Holländer in Need for Speed Heat. Ey, sieht genauso aus. Beziehungsweise sehr viele Ähnlichkeiten. Genau. Dann kommt ein Tunnel. Der fliegende Holländer, sag ich doch. Uah! So, komm, dich packe ich auch noch. Am Kragen packe ich dich. Kann nicht sehen. Ich verliere nie, okay? Außer ich bin dabei, dann verlierst du. Was ist denn passiert? Tja, das passiert, wenn man sagt, ich verliere nie, okay? Tja, so ist das. Sehr nice. So schnell verlierst du. Haha. Oh, schönes Rennen bis jetzt. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an fliegende Holländer. Nur ein bisschen aber. Boah. Oh, das. Keine Ahnung, was hier. Was hat denn da? Kraftwerk oder was? Besonderes für dich geplant. Was will der? Boah. Ey, weg da von der Wand. Ja, guck mal hier. Hafen. Oder was ist das hier? Ist das der Hafen? Wusste nicht, wo lang. Aber ich bin richtig gefahren. Yeah! Oh, Kurve nicht gekriegt. Ah, nicht schlimm. An der Stelle. Okay, alles klar. Haben wir ein bisschen doller gebremst jetzt an der Stelle hier. Und dann haben wir es ja gleich. Na, Nitro? Ja, komm, drücken. Ah, schade. Ist noch nicht so fett, mein Nitro. Schade. Aber natürlich sofort wieder geschafft. Als erster. Das nehme ich mir doch mit.
Okay, keine Fahndungsstufe bekommen. Erster Platz, Baby. So muss das laufen. Die okay. haben wir abgezogen. Hab's dir doch haben gesagt. Wir. Mein Hirn, deine Fahrkünste, geniale Kom. Wo muss ich hin? Noch nicht? Right. Warte, bis er davon hört. Der wird platzen vor Stolz. Vielleicht holt er sogar den Grill raus und die Spezialmarinade seines Dads. So, jetzt? Shit, warte kurz. Alec ruft an. Wie geht's dir, Alter? Ja, beeindruckend, oder? Die kleine Garage von... Ja, habe ich dir doch gesagt. Ich weiß nicht, aber viel. Eine Menge was? Oh, heute Nacht? Na klar doch. Danke. Bis dann. Okay. Worum ging's da gerade? Alex Auftrag. Moment, jetzt? Dachte, wir fahren zurück zur Werkstatt. Nur ein Transportjob. Einfach von A nach B. Er schickt die Infos gerade. Das lassen wir uns nicht entgehen. Das ist die Gelegenheit. Okay. Packen wir's an. Ja dann. Alles klar, auf geht's. Weiß nicht, Jess. Klingt verdächtig. Was habe ich dir über Risiken gesagt? Wenn wir ihn beeindrucken, sahen wir ab. Aber es gibt keine zweite Chance. Hast du denn eine Ahnung, was wir fahren? Nachher verlieren wir die ganze Kohle, wa? Mich interessiert jetzt... Nein, okay, klappt nicht. Die Garage ist nicht offen. Ich kann auch gar nicht in die Garage fahren. Ach, Mist. Ah. Ja, alles klar. Ich wollte erst das Geld saven. Das geht bestimmt nach hinten los und ich verliere die ganzen Kröten. Oh, guck mal. Riesenrad. Wir sind in GTA. Er lenkt einfach weg, ey. Was für eine Lenkung dieser Wagen. Das ist echt. Hier kann ich sie gebrauchen. Aber hier tut er das nicht, wa? Naja. Bedingt. Also manchmal tippt man die Lenkung an, er rutscht weg. Und manchmal tippt man die Lenkung an, Bremse meine ich schon. Manchmal tippt man an, so wie jetzt hier. Zack, und er hat nicht er lenkt einfach nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und da vorne gerade macht er einfach hier zack und fertig. Das ist so ein Ding, was ich manchmal nicht verstehe mit Spielphysik, also weiß ich. Spiel halb fertig? Nein. Natürlich nicht, aber trotzdem. Also ihr wisst, was ich meine. Sieht schön aus. Schick, schick. Jung, was habe ich gesagt? Alec hat die Connections. Sieh dir die Karre doch an. Alter, schön. Yes. Geil. Los ans Steuer. Ich fahre dir mit unserem hinterher. Okay, das hier sollte schon unter uns bleiben, oder? Denkst du ja. Gut, dann wollen wir mal. Ja, cool. Auf geht's. Okay, du kennst den Zielort. Mach dich am besten gleich auf. Na klar. Da bin gespannt, wie der fährt. So drauf hat. Shit! Jasmine, ist der Wagen geklaut? Ich... Vielleicht. Teilen wir uns auf und treffen uns beim Zielort. Gut. Wow. Sei vorsichtig. Okay. Oh, der rutscht aber gut. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir die Cops loswerden. Die Verfolgung ist nun abseits der Straße. Ich brauche eine Sprungschanze. Uah! 2440 hat mich abgehängt. Wagen hat uns in University Center. Kann runterspringen? Nee, ich glaube nicht. Aufteilen und suchen. So. Ich bin im Tunnel. Da dürften die mich ja eigentlich nicht sehen. Das sieht gut aus. Ja. Der Vogel ist oben drüber. Passt. Ah, ist ein Pfeil mit dran, sehr gut. Jetzt habe ich es erkannt. Oh, komm schon. Dann Attacke. Oh, der geht schon klar, der Wagen.
Oh. No, ich guck nach vorne und dann... Egal, kann passieren, ne? Aber wir sind am Zielort. Das ist die Hauptsache. Los, Jess. Jetzt geh endlich ran. Yo, hier ist Jess. Sprich auf die Mailbox und vielleicht rufe ich zurück. Unwahrscheinlich, aber versuch's ruhig. Janet. Yo, Jess, wo bist du? Ich bin an der Adresse und hier ist nichts. Sicher, dass dich dieser Alec nicht verarscht hat? Shit! Yes, der Alarm ist ausgelöst worden. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Nachricht? Scheiß drauf. Ich fahr zurück in die Werkstatt. Okay. Willkommen bei Riddell's Rides. Bitte versuchen Sie es erneut während der Öffnungszeiten. Shit. Yo, hier ist Jess. Sprich auf die Mailbox und vielleicht rufe ich zurück. Unwahrscheinlich, aber versuch's ruhig. Mist. Wo sind denn alle? Na, da bin ich mal gespannt. Wenn das nicht mal eine Falle war. Ich hab da so eine böse Vorahnung. Weil wenn der Wagen hier geklaut ist, mein Wagen gerade nicht da ist, Trophäe erhalten. Sehr schön. Hey, Lakeshore! Nein, nein. Shit, Rydell, alles okay? Die haben uns beklaut. Warte hier. Shit. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's euch gesagt. Jasmine. Wer war das gerade? Okay, mein Auto doch nicht ich weg. Ich kenn den nicht. Yes, komm. Wieso kennen die deinen Namen? Rydell, wir sind die ganze Nacht gefahren. Wem hast du hiervon erzählt? Niemand. Ach, niemand? Du bist nicht in die Heights? Hast du über den vertrauensvollen Sack hergezogen? Wer soll mir jetzt noch vertrauen? Oh, komm runter. Ich hab dich aufgenommen, als dich sonst keiner wollte. Wow, wow, Rydell, jetzt chill mal. Yes, warte! Was zur Hölle? Ist die echt abgehauen? Die hat uns mal hart verarscht. Okay. Auto wohl doch weg. Ey, ich hab's gewusst. Ah, komm schon, Alter. Alter. 2 Jahre später. Ja, ist klar. Oh nee, Alter. Was habe ich jetzt für eine Möhre? Angeblich kann niemand in Lakeshore aufräumen. Sie schon. Wählt erneut Bürgermeisterin Stevenson. Sie hat den Besen schon in der Hand. Hey, Ryder. Lambo. Heute war wieder total lame. Zum Oldie. So eine alte Dame wollte einen Ölwechsel. Sie hatte aber kein Geld. Nur Samosas. Deine sind im Kühlschrank. Boah. Okay. Ich schließe jetzt ab und guck mal, ob ich irgendwo ein bisschen Geld auftreiben kann. Oh. Ich habe die Abstellkammer aufgeräumt und Mann, du hattest recht. Das war ein Opossum. Nun. Ja. Es ist immer noch da. Aber war ja auch irgendwie logisch. Oh hey, dein Buch ist angekommen. In jedem Spiel startet man mit einer Laukarre. Bro, wenn du reden willst, ich bin da. Ich mach morgen früh für dich auf, okay? Peace.
Gut. Wer braucht ein Taxi? So, und was fahren wir jetzt? Ich hab gar keine Ahnung. Riders Rides. Wen soll ich fahren? Hey, ich bin Tess. Hab gehört, dass du einen für wenig Geld fährst. Gar nicht so schlecht. Ich geb dir meine Adresse durch und wohin es gehen soll. Kein Problem. Bin gleich da. Uah. Zum Taxifahrer geworden. Vom Lambo-Besitzer zum Taxifahrer. Läuft. Ich glaube, so wird der Titel von dem Video. Vom Lambo-Besitzer zum Taxifahrer. So. Alter. Oh, da hätte ich springen können. Ah! Geht trotzdem voll ab, der Wagen. Hört sich an, als würde die Straße aufgehen. Mit den Avengers. Oh, Junge, Junge, Junge. Naja, aber jetzt würde ich mal sagen, so, willkommen im Spiel, ne? Dann war das alles das Intro gewesen. Jetzt geht's wohl so richtig los. Hier, guck mal. Kamera so im GTA 4-Style. So auch schön, ne? Fiel mir gerade so ein, weil wegen dieser Bahn hier über uns und so. So. Hä, das sieht aber voll gut aus. Gar nicht mal so schlecht sieht das aus. Ja, ich gut. So, yo, Bro. Und dann pass auf, er so... Das wissen nur echte Bros. Und weißt du, was ich gesagt hab? Bro. Ja, hi. Tess? Ja, was geht? Okay. Ich hab es etwas eilig, also könntest du... Alles klar. Hast du ein Haustier? Ein Chinchilla oder sowas in der Art? Nö. Warum? Wirklich? Nur so. Ich mach mal das Fenster auf. Also, wo soll's hingehen? Ein leerer Parkplatz unweit der Unterführung. Kennst du den? Da fanden früher mal Straßenrennen statt. Ah, du kennst dich aus? Sozusagen. Naja, die Polizei ist da jetzt jedenfalls ziemlich aktiv. Das sieht schon geil aus. Soweit ich weiß, rafft sich die Szene wieder zusammen. So diese Skyline und so hier, das ist schon... Kannst du mir glauben? Das ist schon schick. Ich weiß Bescheid. Ach so? Ja, toll, falsch abgebogen. Also jetzt war ich so damit beschäftigt, mir die Gegend anzugucken, weil es einfach geil aussieht, dass ich verpasst habe, abzubiegen. Oh, geh weg. Zack, zack, zack. Man kann hier alles wegrammen. Den auch? Tatsächlich. Kann alles wegrammen. Außer die fetten Bäume. Au. Die fetten Bäume, die kann man nicht wegrammen. Das haben wir schon gemerkt. Das war in Heat ein bisschen anders. Da konnte man sogar fette Bäume wegräumen. So, was geht jetzt ab? Oh, schöne Autos. Wir gehören nicht dazu. Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. Wobei unser Wagen geil ist. Mit dem können wir auf jeden Fall gewinnen. Wow. So viele Racer habe ich ja echt schon lange nicht mehr gesehen. Was machen die alle hier? Die Liebe zum Rennen, Mann. Zwei Jahre später, achte auf seine Klamotten. Und das Geld. Ja, es geht auch ums Geld. Ich merke, wie ich das vermisst habe. Verstehe schon warum. Ich höre mich mal um, was so geht. Bis dann, Speedy. Ach, guck mal einer an. Du kleine... Das ist mein Auto. Yes? Okay, okay. Achtung, los geht's. Euch hier zu sehen macht mich stolz. Wie lange ist das bitte her? Mal ehrlich. Bürgermeisterin zickt rum und wir ziehen den Schwanz ein? Ich dachte, das wäre Lakeshore. Ich dachte, das wäre eine echte Rennszene.
flext wieder mit euren getunten Karren und Muscle Cars. Mein Mann. Was braucht es, um uns zu erinnern, warum wir hier sind? Cash. Du blöde Kuh. Sag ich doch. Drei Qualifikationen. Hohes Risiko. Wenn wir die Bullen treffen, zeigen wir, was wir drauf haben. Ihr schafft es. Dann sehe ich euch im Finale. Dem Lakeshore Grand. Du willst gewinnen? Dann solltest du besser der Beste sein. Sieben Tage noch bis zur ersten Quali. Zeigt, was ihr könnt. Yes! Hey, Speedy. Noch scharfer 5 Sterne? Zeig mir, was du drauf hast. 5 Sterne? Geht klar. Mein Auto, da fährt er weg. Mein Lambo. Ey. Mann. Los, los, los. Die Person gefährdet Menschen. Brauche Unterstützung. Das ist nicht fair. Du spielst doch nur mit ihnen. Na klar. Denkst du denn? Jung, natürlich spiele ich nur mit dir, ja? Mit den Cops, ja? Bum, bum, ja? Das spiele ich nur mit, ja? Was denkst du denn? Bum, ich bin runtergefallen, ja? Junge. Da sind die Cops noch hinter uns, ja? Junge. Das ist nicht so gut, ja? Hat nicht geklappt, ja? So. Zurück zum Thema hier. Wir müssen mal so ein bisschen hier, ne? Uah! Uah! Ah, nein! Ah, nee! Was macht er denn da? Autsch! Erwischt! Nächstes Mal mit mehr Bums! Oh! Ich hör's ja wieder klingeln. Wagen zuletzt bei University Central gesichtet. So, jetzt müssen wir mal hier. Ne? Zentrale, wir haben keine Chance, weiter am Ziel zu bleiben. Das ist gut so. Sehr schön. Du wirst gerne auf Tuchfühlung, oder? Ich finde diesen Tag, ganz egal, wie lange es am Ende dauern wird. Kam mir so vor, als wärst du und Madame Monolog euch nicht grün. Sie fährt mein Auto. Komisch. Sah für mich so aus, als wäre es ihr Auto. Nein. Sie war sogar so dreist, das Nummernschild dran zu lassen. Wenn Rydell das erfährt. Wer? Ihm gehört die Werkstatt. Ist diese Werkstatt in der Nähe? Ich glaube, wir sollten jetzt von der Straße runter. Okay. Ja, das glaube ich also, auch. Sag mal, war sie schon immer so? Wie denn? Na, so bemüht. So war ich es früher nicht. Ist aber eine Weile her. So, ab in die Garage. Wow. Junge, Junge. Ah, oh, ey, hä? Was geht denn ab? Er rutscht einfach, wie er will. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie strange das aussah? Er fährt auf einmal... Nee. Es sah nicht normal aus. Merkwürdig, merkwürdig. So. Ich war gespannt hier. Voilà. Rydell's Ruts. Nicht schlecht. Nur der Name ist lame. Hier hat Jess also angefangen, was? Hey, raus aus meinem Laden! Ganz ruhig. Wow, wow. Kiddo, du hast den Alarm ausgelöst. Hey, nicht anfassen. Sorry, das ist Hess. Hätte dir fast den Kopf abgerissen. Auch schön, dich kennenzulernen. Rydell, ich hab Jess gesehen. Sie war gerade bei diesem Treffen. Du verarschst mich. Sie hatte das Auto noch und ist immer noch Teil der Crew, die uns überfallen hat. Sie haben eine krasse Strecke aufgebaut namens Lakeshore Grand. Kitschig. Mit unserem Auto. Ich muss sie schlagen. Ich brauch die Werkstatt und deine Hilfe. Ganz langsam. Sagen wir, du machst es, okay? Dich mit Jasmine anlegen und sie schlagen in einem Straßenrennen. Was dann? Was dann?
Darum ging es bei dieser Werkstatt doch. Jetzt sieh dich mal um. Uns geht's gut. Ist das deins? Du sollst doch nichts anfassen. Mr. Wright von Riddell's Wright. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Namen. Real Talk. Ich war bei dem Treffen heute auf der Suche nach einem Racer. Dann kamen Cops und ich... Die Cops? Oh ja. Und Speedy hier hat sie locker flockig abgeschüttelt. Also, ich denke, Speedy hat vom Besten gelernt. Passt auf. Ich hab, was ihr braucht. Cash. Und ihr habt, was ich brauche. Einen Grund zu gewinnen. Wie wär's, wenn ich in die Bude investiere? Eure Agentin werde. Ein paar Türen öffne. Komm schon, Riddell. Ich kann gewinnen. Bauen wir das hier wieder auf, ja? Bin dabei. Ja! Aber versprich mir was. Ganz egal, was Jasmine tut. Wir machen das bitte ordentlich. Deal? Deal. Also, Riddell. Hast du ein paar Karren auf Lager? Willkommen bei Riddell's Rides. Riddell's Rides. Na, ich bin gespannt. So, ja, genau. Fängt mit so einem VW an hier, ey. Ist klar, damit werden wir den Lamborghini auf jeden Fall nicht zurückholen. Aber es gibt ja hier ein paar schöne Kandidaten. Ich habe ja $37.750. Also gibt es ein paar schöne Kandidaten, die gucken wir uns aber im nächsten Video an. Denn das Video ist an dieser Stelle vorbei. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, dann vergiss nicht kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ach, Glocke nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. Und Kommentare schreiben. Ganz viele Kommentare schreiben. Das schiebt das Video nach oben. YouTube-Algorithmus und so. Du weißt, was ich meine, ne? Deswegen also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.